Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu RimWorld Ideology. Ja, wir starten weiter ins Spiel. Warum, wenn ihr euch übrigens wundern solltet, warum ich nach wie vor nicht in den Raumflug gehe, ich will halt einfach das Spiel nicht beenden. Das ist der Hauptpunkt. Ich will mal hier von den Rängen jetzt hochkommen und. Deswegen habe ich einfach noch Bock zu spielen. Und ich werde jetzt mal anfangen, eine kleine Anbauzone zu bauen. Ich weiß leider nicht mehr so genau, wie der Größenausmaß war. Muss mal nachzählen. Stimmt jetzt natürlich nicht ganz. Machen wir es woanders. So. Wo war's? Sonnenlampe. Wir nehmen so als Maßpunkt mal den Baum. Dann ist das jetzt der Baum drin. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann sind das 24 Felder. 24 Felder. Wo wollen wir denn die Anbauzone haben? Am besten hier. Hier ist nämlich die Küche. Dann ist der Weg. Der ist eh schon weit genug dann der Weg. Ich will aber das jetzt auch nicht umbauen. Oder sollen wir das umbauen? Würde eigentlich gehen. Machen wir es hier eins größer. Würde eigentlich gehen. Kann ich die Mauer nämlich gleich benutzen. Neu montieren. Achso, dann brauchen wir aber erst hier Stromkabel. So. Das muss erst gebaut werden. Das muss erst gebaut werden. Warum liegt Drax hier? Ah, die hat ja, genau. Die wurde ja verändert. Die wurde verändert. Apropos, kann ich irgendwas Interessantes bauen? Bohrarm, Schmerzstopper. Das Cochlea-Implantat. Nee, ich will irgendwelche körperlichen Veränderungen. Armprothese, Beinprothese, Bohrarm, Feldhand, Nervennagel. Oh, ständig Schmerzen. Nee, das wollen wir auch nicht. Nee, gerade nix. Genau, gerade nix. Gerade nix. Powerkralle ist ja für den Kampf, oder? Ja. Ja, das sollte man mal erforschen dann. Bionic. Okay, dann haben wir hier die Felder. Die müssen wir da natürlich neu machen. Mal wieder. Mal wieder. Genau, baut mal hier bitte die Stromleitung. Ah, das, oh Gott, da habe ich ja gar nicht drauf aufgepasst. Die Tiere fressen ja alles weg, egal was ich hier anpflanze. Die fressen ja auch die Baumwolle. Und ich wundere mich immer, warum ich keine Baumwolle bekomme. Oh, da habe ich gar nicht mitgedacht. Ha, da habe ich nicht mitgedacht.
überlege, ob ich die ganze Geschichte sogar noch größer mache. Dann ist halt das Gehege kleiner. Was bauen wir denn an? Medikamente, Baumwolle, Teufelsgarn. Ja, Essen brauche ich ja nicht gar nicht. Bis auf ein bisschen Reis vielleicht als Notfall, weil wir haben ja die Pilze auch noch. Wir haben mehr als genügend Essen. Nee, das sollte schon langen eigentlich. Ich habe jetzt wegen dem Heu überlegt. Ja, machen wir es so. Und dann hätte ich aber auch gerne, dass hier durchgeschlagen wird. Waschmaschine. Genau, dann erforschen wir jetzt die Bionik. Die Waschmaschine, wo stellen wir die rein? Also eigentlich müsste sie ja ins Bad, aber da im Bad haben wir gerade eben kein... Stromkabel. Noch nicht gebaut. Aber jetzt schon. Heißt, wir können neu montieren. Eins. Zwei. Drei. Bauen hier alles mit Strohboden. Voll. Damit hier keine Bäume mehr stehen. Strohboden oder Tilted Soil? Wir machen... Strohboden kostet... Weißt du. Strohboden kostet Stroh, logischerweise. Also machen wir Tilted Soil. Ist besser. Da könnten wir nämlich notfalls immer noch mal irgendwas anpflanzen. Dann könnte man notfalls immer noch irgendwas anpflanzen. Dann nehmen wir mal hier kurz Mauer, Mauer. Mauer. So. Neu montieren hier. Und ein Tor reinbauen hier. Taxi, bau mal hier bitte als erstes das Tor. Das ist mal kurz wichtig. Genau, jetzt kommen alle Tiere raus. Und Feuer. Und wir haben ein Geschenk bekommen. Revolver, normal Knüppel aus Holz. Naja, gut. Kommt hier jemand zum Löschen? Gut. Warum habe ich den einen Holzpflock hier so mitten reingesetzt? Ganz einfach, wenn ich hier später aufreiße, würden die Tiere hier sonst rauskommen. Jetzt habe ich hier daneben die Wand, dann ist hier zu und den einen Pflock können wir dann später wieder rausreißen, wenn die Wände stehen. Wenn die Wände stehen. So, erst Windturbine. Mika macht mal schnell die andere Windturbine, damit die mal weg sind. Oh, ich sehe gerade, ich habe das natürlich nicht gut gesetzt, weil hier ist ja Steinboden. Da ist Steinboden. Den kann ich auch nicht... Kann ich auch keine Tilted Soil drüber machen. Hier kann ich nicht anpflanzen. Wäre es besser gewesen, wir hätten die Mauer um ein bisschen noch versetzt. Aber jetzt habe ich schon.
können wir halt das nicht anpflanzen. Ist jetzt nicht ganz optimal, aber ist halt so. Aber jetzt können wir hier den Steinmauer hinbauen. Und wir können vor allen Dingen den ganzen Zaun hier abreißen. Oben kommt aus irgendeinem Grund kein Strom mehr ran. Strom können wir ruhig mal hier so durchgehen lassen. Werden wir zwar genau so nicht brauchen, aber wir werden es auf ähnliche Art und Weise brauchen. Deswegen lassen wir das einfach so. Und dann machen wir mal alles, was geht, noch mit Tilted Soil voll. Werden wir zwar so auch nicht brauchen, aber spielt gar keine Rolle. Ach, jetzt kommen sie hier raus. Eieieiei. Ja, sollen die Boomer Loop mal alle abhauen? Das ist mir auch, ist mir eigentlich ganz recht, gell? Ist ja eigentlich ganz recht. Es heizt schon. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, wir warten jetzt mal hier fertig. Kann man das eine Eckteil hier wieder rausreißen. Bau mal hier die Wand und hier die Wand. Eigentlich will ich nur die Tiere von den Feldern jetzt mal weghaben. Party! Und ich habe schon wieder übrigens unsere Feste vergessen. Wobei, es waren ja nicht unsere direkt. Also von so, jetzt warten wir, bis hier die Mauern stehen. Jetzt warten wir mal, bis hier Mauern stehen. Und dann müssten wir die Mauern halt auch erstmal beauftragen. So. Wir machen noch eine Tür. Machen wir hier unten auch eine Tür rein oder sollen die hier immer außen rum laufen? Bionic. Dann machen wir als nächstes worauf habe ich denn noch Bock? Ah, die an die Mechanoiden habe ich mich so noch gar nicht rangetraut. Wir haben noch so viel zu tun eigentlich. Kann ich damit die Steine abändern? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Muss mal ausprobieren. Gewächshaus kommt. Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, wir wollen dann hier ein Dach komplett drüber haben. Wird so eh nicht gebaut. Brauchen wir erst eine Säule in der Mitte. Aber ist ja nicht das Problem. Oh, was ist denn jetzt los? Quest verfügbar, einmal irgend so ein komisches Ding wieder bauen, was ich einfach nicht mache. Und dann haben wir alte Einrichtung für den Kelch. Ach, und das Lager haben wir ja auch noch. Stellen wir 11 Leute zur Verfügung. Plus die Beute des Lagers. Ich glaube, das machen wir jetzt noch. Frage ist, machen wir es auf Ehre? Glaube nicht. Ah.
Wie viele Kämpfer? Also ich möchte, dass du. Ach, ich soll 11 Soldaten zur Verfügung stellen. Achso, ne, komm. Dann geh weg. Mach was anderes. Ich dachte, sie stellt mir 11 Soldaten zur Verfügung, sodass ich quasi kein Risiko habe. Habe ich falsch gelesen. Ich habe von Haus aus nur 10 Soldaten. Mika kann ja nicht kämpfen. So, die Felder werden wir jetzt hier gleich nochmal alle neu machen. Können wir eigentlich schon mal alle hier löschen. Können wir alle schon mal löschen. Das Lo kommt jetzt noch eins runter. Hab hier dann noch was vor. Habe ich soeben beschlossen. Seltene Trumbos. Ach, ich habe noch so viel zu tun hier. Das ist der Wahnsinn. Oh, der Strom. Noch mehr zu tun. Noch mehr zu tun. Kann ich dann auch irgendwann mal abreißen. Ich habe noch gar keine Artefakte gesehen. Es gibt ja so Sachen wie so einen unendlichen Stromgenerator und sowas. Macht zwar nur 1000 Strom, also quasi so viel wie so ein Kraftstoffgenerator hier. Aber ja, trotzdem gibt es es halt. Habe ich hier noch gar nicht gesehen, wie gesagt. Ja. Ich habe keine Bauteile. Ich brauche Bauteile. Meiner mal dieses Teil hier. So, dann als nächstes. Irgendwann werden wir mal ein Klavier brauchen. Gehen wir mal auf das Klavier schon mal. So schnell wie wir hier forschen momentan. So und so, so und so. Wir brauchen blöderweise Bauteile. Dafür kommen auch einfach zu wenig Händler, dass man sagt, man kann sich halt mit Handel irgendwie über Wasser halten. Axionomics richtig gut. Verärgern, verärgern, verärgern. Ach, ist eingestürzt. Autsch. Nemex wurde getroffen von der Faust. Er hat sich eher geprügelt. Mal wieder. So, dann bauen wir da eine Struktur. Langt eine Säule. Bauen wir die eine Säule. Aber nicht aus Holz. Wir bauen eine Säule aus Granit. Klavier. Ja, viel zu tun. Viel zu tun hier. Können wir abreißen. Das ist der hier. Und das. Einfach hier. Hier nochmal vorsichtshalber ein Stromteil rein. Brauchen wir zwar nicht, aber machen wir einfach. Machen wir einfach. Wird alles nicht fertig.
viel zu tun. Ja, das mit dem Boden alleine, was wir hier gerade machen, ist natürlich ein ordentlicher Arbeitsaufwand. Hier, braune Stachelschwein, der hat sich wahrscheinlich mit Nemex geprügelt. So, bau mal hier schnell bitte die Säule. Dann hätte man nämlich den ersten Teil geschafft. Genau, jetzt können wir hier alles zumachen. Ernsthaft? Ah. Oh, hier noch eine Säule rein. Komm. So, und jetzt haben wir keinen Strom mehr plötzlich. Hm. Wir haben keine Bauteile, habe ich das schon mal erwähnt. Wir brauchen Bauteile. Gebiet freigelegt. Ja, es sind Bauteile sind halt die, hier nirgends, gell? Keine Bauteile vorhanden. Ach, bin ich ein Volldepp. Wir können ja Bauteile herstellen. Ich bin doch ein Volltrottel. Wir brauchen nur Stahl dafür. Merkt mal, ich habe jetzt irgendwie die. Wenn man unterschiedliche Spiele spielt, manchmal vergisst man so gewisse Sachen. Total sinnlos. Total sinnlos. Viel Kraftstoff und so. Also, jetzt habe ich gleich mal gesagt: 50 Bauteile bauen. Damit die ganze Geschichte etwas schneller jetzt vorangeht hier. Ah, schaut mal, ich baue ja schon einen Meditationsthron aus Jade. War mir jetzt tatsächlich nicht bewusst, dass ich sowas schon mache. Hier schon wieder los. Ach, kein Stromhalter. Was für eine dumme Frage. Was für eine dumme Frage. Ja, das Teil müsste mal schnell gebaut werden. Axi, komm her. Okay. Alles geliefert, du musst es nur bauen. Du musst es nur bauen, Traxi. Mehr nicht. Ja. Sehr schön. Gleich haben wir wieder genügend Strom. Zack. Ja, mehr als genügend. Mehr als genügend. Weil ich es vollkommen übertreiben will, will nicht mehr, dass hier überhaupt Bäume wachsen. Alles darf wachsen, nur keine Bäume. So. Wir hätten Terraforming erforscht. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ich habe echt keine Ahnung. So, wir haben Strom. Heißt, als nächstes bräuchten wir jetzt die Sonnenlampe. So. Ja, sagst du, wir haben es ja ein bisschen größer gebaut gehabt. Nur nicht nach unten. Nach unten haben wir es sogar zu klein gebaut. Nein! Wer ist denn nach unten zu klein gebaut? Also da überschneidet sich's jetzt. Hier geht's 1 und da Salat. Ja, hier überschneidet sich's leicht. Da überschneidet sich's leicht. Na okay. Lassen wir jetzt einfach so. So wild ist es nicht. So, Recurve-Punkt, Bäume pflanzen, wir haben wir alles. Solaranlagen, Löscher und Wassergenerator, Sprengfalle, Hydrokulturen, brauchen wir alles nicht. Überlebensration, Smokeback, Schutz.
Beim Tiefenbohrung könnten wir mal anfangen, bräuchten wir aber auch nicht so dringend. Machen wir mal die Krypto-Schlafkapseln, falls. Problem ist noch so ein Punkt, wir kommen momentan einfach nicht dazu, alles, was wir gerne bauen wollen, auch wirklich zu bauen. Es ist eher so der Punkt. Das ist eher. Verhandlungen mit Sammy. Ich wusste doch, was du möchtest. Die haben wir ja noch. Verborgene Anlage könnte man noch ausrauben. Genau, Ritter müssten wir mal werden. Die Quest könnte man eigentlich mal machen noch. Aber erstmal Produktion. Genau, wir haben ja hier den Fabrikationstisch Hammer. Hä? Haben wir nicht eigentlich Mechanoiden Hacking einrechnen? Mechanoiden Station. Wo ist das? Hacking. Und wie wär's mit echt Hacking einfach nur? Einrichtung zum Hacken und Reparieren von Mechanoiden. Oh, ist die groß. Wow. Eine Werkbank zum Erstellen von Upgrades und Modulen für Mechanoide. Wow. Und Mechanoiden zum Aufladen und Reparieren von Mechanoiden. Okay. Okay. Könnt natürlich übrigens mal die mit Heizungen auch anfangen. Temperatur. Müssen wir das auch erst erforschen, oder? Ja. Da hätten wir sie ja. Verbrennt 300 Wärmeeinheiten. Da braucht man. Wir haben eine Thermehammer, glaube ich. Thermostat könnte man eigentlich mal. Hier hinbauen für standardmäßig 21 Grad. Das haben wir ja extra. Das weiß ich nur nicht mehr. Hat man dafür Sanitärleitungen gebraucht? Oder hat man dafür die Kälteleitung, glaube ich, ein. Ich glaube, das hing genau an den ganz normalen Röhren dran. In Sanitärleitungen. Ich glaube, ich bin mir leider nicht sicher. Wer mal testen. Aber ich glaube schon. Kältemittelleitungen, glaube ich, waren nur für die Klima. Wow, Schwimmbecken, das ist ja riesig. Ja, wir müssen eindeutig hier noch mit unserem Bad was machen.
auf Stahlreste gestoßen. Stahlreste interessieren mich aber nicht. So, wie schaut es denn jetzt hier hinten aus? Haben wir noch Teile? Theoretisch ja. Machen wir nochmal hier ein paar so Komponente. So, Drohnen ist gleich fertig. Nein, Draxi, du baust jetzt erstmal hier den Drohnen fertig. Zack, da ist er. Böse meditieren. Kannst du mal hier und hier und Mika baut mal hier und da unten. Da. Strom haben sie alle, ja. Dann hätte ich gerne hier eine Anbauzone. Hier eine Anbauzone. Hier machen wir sie extra und hier machen wir sie. Ja, okay, das geht so nicht. Diese Anbauzone. Löschen. Hier machen wir mal Anbauzone erstellen. Großhändler. Taxi. Kontakt. Und hier machen wir. Dann machen wir hier Anbauzone. Die erweitern wir jetzt. So. Ein bisschen noch. Ungefähr. Ah, stimmt nicht ganz, aber passt schon. Und hier hätte ich jetzt gerne Baumwolle. Nein, Baumwolle. Doch, Baumwolle wollen wir noch. Aber so viel? Hier machen wir. Wir machen hier machen wir mal Anbauzone erstellen und hier ist es leicht, hier machen wir Teufelsgang. Dann das löschen wir noch mal. Dann hätte ich hier gerne Anbauzone, Anbauzone. Die Anbauzone machen wir Baumwolle. Die Anbauzone. Mach mal Heilwurzel. Und dann haben wir hier noch was. Nochmal Baumwolle. Nee, da haben wir jetzt Fungus dafür. Teufelsgarn meine ich. Hier. Erweitern wir jetzt einmal das hier. Dann machen wir hier drüben noch ein bisschen Reis hin. Also normalerweise, wenn ich jetzt auf die Nahrungsmittel angewiesen wäre, hätte ich das jetzt so nicht gestehen lassen, hätte ich nochmal nachgearbeitet. Und hätte das ein bisschen, hätte es perfekt gemacht. Sagen wir es mal so. Aber dadurch, dass wir uns in erster Linie mit Pilzen ernähren, ist mir das wurscht. Okay, Draxi ist nicht ganz gesund. Warum, weiß ich jetzt gar nicht. Eselfohlen behalten auf jeden Fall. Wieso können wir keine. Eine Esel will ich aber behalten. Wir verkaufen. Ja, auf jeden Fall mal Treibstoff und zwar minus 1800. Wir kaufen dafür Neutramin auf. Bauteile kaufen wir auf. Fortschrittliches Bauteil kaufen wir auf. Leder verkaufen.
Blaufell verkaufen. Gajo weg. Gojuice weg. Ja, da braucht man nicht mehr. Einen Drohnen haben wir jetzt. Hat Stahl, Uran. Wir haben 1800 Uran. Geil. Blasstahl kaufen wir auf. Hopfen weg. Hüitblätter weg. Shirt. Shirt. Hose. Schutzhelm verunreinigt. Lass mal. Könnt man ja dann reinigen. Umhang 52% weg. Du hast keine Roboter für mich. Du nervst mich. Gold kaufen wir noch. Okay, wir müssen noch ein bisschen was verkaufen. Oder wir machen einfach Minus, ist mir auch egal. Ich glaube, wir machen einfach Minus. Die Esel haben halt zusätzliches Gewicht beim Tragen, wenn wir eine Karawane machen. Deswegen möchte ich die gerne behalten. Wir akzeptieren. Boomerlupen, wie gesagt, würde ich gerne mal verkaufen. Müsste die meisten davon. Was ich. Oh Gott. Ja, Boomerlupe hier, schau. Machen wir mal so. Ey. Und dann haben wir jetzt noch Weibchen, Weibchen, Männchen, Weibchen. Ja. Jetzt bitte alles schleppen. Okay, wir haben das alles, es muss nur gebaut werden. Muss nur gebaut werden. Dann hier könnte man nochmal eine Kommode hinstellen. Zack und zack. Wieso habe ich keinen Strom? Also das kann ich mir jetzt beim besten Willen eigentlich gerade nicht vorstellen. So wie ich nachgerüstet habe, aber ist so. Aber wir können ja mal Strom aus. Strom aus. Ah, Scheiße. Ausgerechnet hier drinnen. Ausgerechnet hier hinten drinnen. Ja, da verhungern jetzt wahrscheinlich mehrere. Da verhungern jetzt mehrere. Ha, geht sogar mit dem Terraforming. So, kommt jetzt hier jemand zum Löschen oder nicht? Ja, hier kommen wir. Okay, dadurch, dass hier hinten offen ist, ist es jetzt nicht so das Problem. Habe ich jetzt hier auf Strom ausgestellt? Strom ein, aus, Strom aus, okay. Ja. Vielleicht sollte ich es einfach abfackeln lassen. Dann sterben ja auch ein paar Boomerlupen dadurch. Lass es tatsächlich mal abfackeln. Warum sind denn die hier immer noch dabei? Okay. Und hier Frontfuchs ist auch noch eingeschlossen. Okay. Lass was löschen. Löschen, löschen.
Behandeln brauchst du die Boomerlupe hier aber eigentlich nicht, Frontfuchs. Geh mal lieber, genau, geh mal lieber löschen. Ich meine, dann sind wir wenigstens ein paar Boomerlupen jetzt los. Problem ist, hier unten wird dann auch was explodieren wahrscheinlich. Unser schönes Gehege. Also das mit den Boomerlupen, da habe ich mir ein richtig schönes Ei gelegt. Jetzt endlich geht die Zeit ein bisschen schneller hier. Hier habe ich mir ein richtig schönes Ei gelegt mit den Boomerlupen. Aber gut. So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen Heizkörper. Wahrscheinlich sogar zwei. Und natürlich auch Rohre. So. Ja, hier oben vielleicht mal Kühlflüssigkeit rein. Ach so, wir brauchen ja wahrscheinlich den wir verbrauchen den Strom wahrscheinlich wegen den Lichtern. Wir müssten eigentlich tagsüber so viel Strom machen, dass unsere Akkus aufgeladen sind. Aber so viel Strom produzieren wir gar nicht. Wo ist denn noch so ein Teil? Hier ist noch eins. War hier noch nicht noch irgendwo eins? Da unten noch. Oh, wir sind schon bei 41 Minuten. Leute, ich habe die Zeit vergessen. Ja, das mit dem Strom kriegen wir schon noch hin. Keine Angst, das ist nicht so das Problem. Leute, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.